Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video von Dezember 2018 für dich. Deswegen, ich halte das Intro sehr kurz. Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Zum einen hat die liebe Cindy vom Kanal Rosa87Lee mir gesagt, ich sollte das mal so in Kategorien aufteilen. Und die liebe Vanessa vom Kanal Mrs. Rosa Roth hat das ja auch immer in so Tütchen drin. Und da habe ich mir gedacht, ich übernehme das jetzt einfach mal und mache das jetzt auch, dass ich das wirklich sortiert euch zeige. Deswegen habe ich mich eben hingesetzt und ungefähr eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde erstmal meine ganzen Produkte durchsortiert, die ich in meiner großen Aufgebrauchtasche so hatte. Ja, also los geht's mit der ersten Kategorie. Hier ist das erste Beutelchen und drin habe ich Sachen fürs Gesicht. Diese Reinigungstücher, die feuchten Reinigungstücher fürs Gesicht, hatte ich im Rituals Adventskalender. Fand ich ganz in Ordnung. Fand ich vom Geruch her aber nicht so bombastisch, wie ich erhofft hatte, weil eigentlich riecht Rituals richtig, richtig geil und die sind so eher seifig vom Geruch her. Aber waren ganz in Ordnung, haben ganz gutes Gesicht gereinigt. Ich habe das viel genommen, um halt unter meinen Augen nochmal herzugehen, wenn ich aus der Dusche kam und dann vielleicht so ein bisschen Panda-Augen hatte. Und haben aber gut geholfen und haben auch nicht jetzt irgendwie meine Haut gereizt oder so. Die fand ich ganz in Ordnung. Würde sie mir aber nicht nochmal kaufen, weil sie dann doch etwas teuer sind. Dann habe ich hier das Rosens Gesichtswasser. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, ne? Das ist ein bisschen teurer. Ich hole mir das immer bei Amazon. Man kann das mittlerweile sogar bei DM kaufen. Ich glaube, das hier habe ich auch bei DM gekauft. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall bei Amazon ist es immer ein bisschen günstiger. Ich finde das richtig, richtig toll. Das macht die Haut richtig, richtig schön. Also wirklich, wirklich schön. Wenn ich irgendwann mal wieder mir einen Toner nachkaufen muss, werde ich mir diesen kaufen. Ich habe aktuell aber durch die Adventskalender, durch Boxen und durch alles Mögliche so viel hier, dass ich mir sowas erstmal nicht mehr kaufen muss. Alle sagen es und alle haben vollkommen recht. Man muss sich erstmal an den Geruch gewöhnen. Das ist halt sehr, sehr natürliche Rose, sage ich mal. Also wenn du eine Rose nimmst, sie pflückst, ein bisschen länger liegen lässt, so einen halben Tag und dann in deiner Hand so batscht und dann dran riechst. Ne? Das ist nicht dieser frische Rosengeruch, sondern ein bisschen, ein kleines bisschen muffig. Aber ich finde es angenehm und ich mag das. Also das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich euch echt ans Herz legen kann. Dieses Produkt habe ich aus dem Douglas Adventskalender. Das ist von der Reihe Perfect Focus und das ist so ein Serum bzw. eine Creme für unter die Augen. Und die fand ich sehr angenehm, fand ich jetzt aber nicht so reichhaltig wie die von Clinique, die ich aktuell in Verwendung habe. Fand es aber in Ordnung und habe es gut aufgebraucht und gerne verwendet. Auch aus dem Douglas Adventskalender habe ich dieses Gesichtsserum, also das war nicht so voll, ich weiß nicht, bis hier oder so, oder hier, war echt nicht voll. War aber gut, also hat meiner Haut echt gut getan. Im Sommer würde ich das eher nicht verwenden, weil das halt wirklich ölig ist, aber im Winter, das kannst du dir super auf das Gesicht aufgeben. Ich habe das morgens und abends auf mein Gesicht gegeben und es hat meine Haut gut gepflegt und es hat wirklich gut getan, dieses Produkt zu verwenden. Ja. Von Clinique habe ich hier eine Gesichtsseife, die habe ich aufgebraucht. Sowas hatte ich dann immer unter der Dusche und habe ich euch ja auch in meiner Abschminkroutine mal gezeigt. Abschmink-Morgenroutine, alles drumherum, sage ich mal. Hier oben verlinke ich euch mal das Video. War gut, war besser als die von Rituals, die ich jetzt aktuell unter der Dusche stehen habe und hat sehr schön meine Haut geklärt und mein Gesicht gereinigt, fand ich sehr angenehm. Hat frisch gerochen. Ich rieche nochmal. Ja, frisch, aber nicht zu frisch. Ja, gutes Produkt. Würde ich mir, wenn ich das wieder in so einem Set kriegen kann, für günstig Geld auf jeden Fall nachkaufen. Auch ganz gut fand ich das Produkt hier, Waschgel und Augen Make-up Entferner 2 in 1 aus dem Balea Adventskalender. Das hat sogar noch einen Tick besser mein Augen Make-up entfernt, also auch so wasserfestes Augen Make-up ging damit ein bisschen besser runter. Ja, ne, habe ich auch recht schnell aufgebraucht und war in Ordnung. Hatte jetzt vom Geruch her auch nichts Außergewöhnliches. Nö, das roch dann noch ein bisschen säuerlicher als das von Clinique.
Das Glow Tonic aus dem Balea Adventskalender habe ich auch aufgebraucht. Das habe ich einfach als Toner benutzt. Fand ich auch ganz in Ordnung. Es hat jetzt keinen Glow gegeben. Also ich habe es ganz normal als Toner verwendet und es hat keinen Glow gegeben. Wäre für mich jetzt kein ultimatives Produkt, aber es war halt okay. Dieses Produkt von Rodial hatte ich auch in einem Adventskalender, Dragon's Blood Sculpting Gel. Also das habe ich so als Serum verwendet, das sollte dann ja eigentlich so ein bisschen die Haut aufpolstern, hat es jetzt nicht gemacht. Also bei mir war es einfach nur ein Serum, was dann da war, das war ein bisschen dickflüssiger und ja, hat mich jetzt auch nicht umgehauen, würde ich jetzt auch nicht nachkaufen, aber es war in Ordnung. Meine Haut hat es vertragen, es war ein bisschen auch wieder säuerlicher, ich mag es ja lieber, wenn es ein bisschen milder ist, aber es hat meiner Haut gut getan und ja. Ne? Gutes Produkt, würde ich mir aber trotzdem nicht nachkaufen. Hier habe ich einen Organic Flowers Toner Deep Rich von Vamisa. Ich glaube, das hatte ich in einer Box mit drin. Oder in einem Adventskalender. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Man kommt so durcheinander, ne? Ich würde jetzt sagen, dass es in einer Box mit drin war. Ein schöner Toner, den ich gut fand. Der war ein bisschen dickflüssiger. Deswegen, ich habe hier auch den letzten Rest nicht rausgekriegt. Beim letzten Mal ist es nicht mit rausgekommen. Ja, ich fand den ganz in Ordnung, aber wäre jetzt überhaupt nicht mein Favorite. Da mag ich definitiv lieber das Rosenwasser von Rosens. Und das letzte Gesichtspflegeprodukt, was ich hier drin habe, ist von Dr. Scheller. Eine Gesichtstagespflege mit Argan und Amaranth. Die fand ich nicht so gut. Die war sehr sandig. Also wenn ich die auf mein Gesicht gemacht habe, hast du auch wirklich so einen weißen Schleier noch überall gesehen und das nur mit einem Sonnenschutzfaktor von 10. Also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. War nicht mein Favorit. Definitiv nicht. Würde ich mir auch auf gar keinen Fall nachkaufen. Fand ich nicht gut. So, Kategorie Nummer 2. Hier habe ich ein paar Masken drin in der schönen Langhaar-Mädchentasche. Von der lieben Jana. Kanal hier auf YouTube heißt White Swan Beauty, verlinke ich euch hier oben in der Ecke mal. Habe ich im Tauschpaket einige Masken gehabt und die habe ich dieses Mal in meiner Maskenwoche verwendet. Richtig super fand ich hier die Isana Young Maske, die goldene Maske, die leider eine limitierte Edition war, aber richtig, richtig geil. Hat sich sogar die liebe Mrs. Rosa Roth, die liebe Vanessa, nachgekauft. Ja, dann habe ich hier auch noch die Face Mask Moisturizing. Die war nicht ganz so mein Fall, aber sie war ganz hübsch. Und die beiden hier, die Slice Sheet Masken von Isana. Da muss man halt wirklich entscheiden, möchte ich das haben, dass ich mir einzelne Sheets aufs Gesicht packe oder möchte ich direkt eine komplette Tuchmaske haben. Und dann Feierabend. Ich persönlich bin eher der Fan von, wenn Tuchmaske, dann bitte richtig, also aufs ganze Gesicht und dann hat man da entsprechend keine Last mehr mit. Genau, wenn ihr euch das genauer anschauen möchtet, dann könnt ihr auch gerne hier oben mal vorbeischauen. Da seht ihr meine Maskenwoche, wo ich die entsprechend mit anderen Masken auch zusammen getestet und verglichen habe. So, dann habe ich hier ein Trio von Barbour. Das waren Ampullen, die habe ich leer gemacht. Die habe ich verwendet. Die fand ich richtig toll. Vor allem die weiße Ampulle. Also ich habe sie hier auch noch drin, aber ich nehme sie jetzt nicht alle raus, ne? Die weiße Ampulle fand ich richtig, richtig gut, die da mit drin war. Die war sehr milchig von der Konsistenz her. Und die rote und die schwarze waren auch sehr angenehm und haben die Haut. Also ich mache das aufs Gesicht und dann verteile ich das richtig auf dem Hals, auf dem Dekolleté, bis halt wirklich alles richtig schön eingearbeitet ist und alles eingezogen ist. Und die fand ich richtig toll. Die hatte ich im Adventskalender mit drin und die kann ich wirklich, also kann ich empfehlen, obwohl sie teuer sind. Ich hatte sie auch glücklicherweise mal mit in einer Zeitschrift mit drin. Ich habe vorher ja nie Ampullen verwendet, aber seitdem ich meine ganzen Adventskalender bekommen habe, haben ziemlich viele Ampullen bei mir Einzug gehalten und da waren die halt auch mit dabei und ich kann sie wirklich empfehlen. Ampullen generell finde ich mittlerweile ganz toll und ja, pflegen die Haut, helfen der Haut und sind einfach angenehm. So, ich habe auch diesen Monat noch einige Masken verwendet. Die habe ich jetzt nicht in einem Maskenvideo verarbeitet, sondern auf Instagram gezeigt. Da mache ich dann einfach eine Story davon und dann könnt ihr euch das immer anschauen. Da wird auch ganz oft geschaut und kommentiert. Das finde ich total lieb von euch. Also auf Instagram heiße ich schreibe euch das hier unten mal rein. AIDOIKP, das ist Claudia rückwärts und am Ende nur noch ein P dran. Ja. Also folgt mir da auf jeden Fall, da wird noch ein bisschen mehr kommen. Auch in 2019 wollte ich euch auch ein bisschen mehr mit in mein Privatleben nehmen.
Natürlich kann ich leider meinen Freund dann nicht vorstellen, der möchte das nicht so gerne, aber vielleicht lässt er sich ja irgendwann mal dazu durchringen, auch mal aufzutauchen. Naja, aber Instagram möchte ich nächstes Jahr ein bisschen intensiver noch gestalten, etwas mehr ausbauen und ja, euch versuchen, etwas mehr dann auch von meinem Privatleben zu zeigen. So, verwendet habe ich hier von Douglas den ja, Aquafocus. Und das sind so Augenpads gewesen, Biozellulose Moisturizing Eye Patches. Die fand ich ganz angenehm, die haben die Augenpartie sehr schön gekühlt und ja, haben nachher dann dafür gesorgt, dass meine Augenschatten dann etwas minimierter waren, sage ich mal. Fand ich angenehm. Ich finde generell Augenpads sehr, sehr angenehm und habe bislang eigentlich noch nie so wirklich einen richtigen Reinfall gehabt. Hier hatte ich auch noch welche von Chiara Ambra, glaube ich. Ich habe es oben abgerissen. Die hatte ich in einer Box mit drin und die fand ich ziemlich niedlich. Das ist mit so einer Spitze unten drunter gewesen. Und die fand ich auch sehr angenehm. Das waren auch Gel-Augenpads und die haben das, also die haben richtig schön gehalten. Das war wie eine zweite Haut, sind nicht verrutscht, gar nichts und die waren richtig, richtig toll. Sind aber halt ein paar Euro teurer, als wenn man die jetzt von Isana oder von Balea sich holen würde. Von Douglas habe ich hier eine Lippenmaske verwendet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere diese Lippenmasken gerne aus, wenn ich sie irgendwo mit drin habe. Werde aber davon absehen, mir selber welche zu kaufen. Jedenfalls nicht mehr, denn ich finde, es hilft einfach nichts. Also ja, es ist für den Moment ganz schön. Ich habe jetzt vor allem im Winter auch oft trockene Lippen, dass ich durch die Heizungsluft dann auch spröde Lippen habe. Dann sind solche Masken auch ganz nett, aber da gibt es auch einfach eine Bepanthen-Creme, die ich mir dann besser drauf schmieren kann. Das hilft für mich persönlich besser. Diese Maske hatte ich in meinem Douglas Adventskalender und ich wusste erst überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, dann habe ich mir das mal ganz genau durchgelesen, was hinten so draufsteht und habe es irgendwie nicht ganz glauben wollen und fand es sehr interessant. Und zwar ist es eine Overnight Mask. Du hast dieses. Entschuldigung, es ist benutzt und es ist noch ein bisschen wubbelig, ne? Du hast dieses Pad hier drin, was sehr intensiv riecht. Soll ich ehrlich sein? Es riecht wie damals, als ich bei der Fußpflege war und meine Füße, glaube ich, desinfiziert wurden. Also so riecht das. Nicht angenehm. Du machst hier deine Finger rein und dann gehst du erst mit diesem schwarz gepunkteten Vieh über dein Gesicht und peelst es quasi und gibst gleichzeitig dann dieses Serum auf dein Gesicht und dann gehst du mit der anderen Seite nochmal drüber und das Ganze machst du dann wirklich in ein paar Sekunden. Dann hast du ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Serum auf deinem Gesicht. Also es ist nicht wenig, aber wenn du es ein bisschen trocken fächerst, zieht es so schnell in die Haut ein. Es ist der Wahnsinn. Also ich war begeistert, wie schnell das dann eingezogen ist. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mich echt gut gefühlt. Also ich bin nicht direkt danach schlafen gegangen. Meistens laufe ich nach dem Duschen noch ein bisschen durch die Gegend. Das hört sich jetzt auch ein bisschen merkwürdig an. Habe mich an meinen Laptop gesetzt und war noch ein bisschen wach und habe mir noch Kakao getrunken und keine Ahnung, habe noch einen schönen Abend gehabt auf der Couch gelegen, ne? Was man halt so abends treibt. Ja, und am nächsten Morgen hatte ich wirklich eine angenehme Haut und ja, das war schon eine coole Sache, aber nichts, was ich mir jetzt nachkaufen würde, muss ich gestehen. Noch eine Lippenmaske habe ich verwendet, die war jetzt von Balea. Auch die hat mich jetzt echt nicht umgehauen, aber naja, sie hatte die Lippen halt in dem Moment mit Feuchtigkeit versorgt und war angenehm. Ja, aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Lippenmasken sind einfach nicht meins. Dann hatte ich auch in einer Box mit drin von May Beauty diese Pore Strips und die fand ich richtig geil. Das ist hier für die Nase. Legst du dir drauf, lässt das drauf und zwar ziemlich lange. Moment, das musste drauf sein. 30 bis 40 Minuten. Aber wenn du es dir dann abziehst, du ziehst dir wirklich alles mit raus, was nicht reingehört. Der Wahnsinn. Da waren zwei Stück drin. Ja, hat geholfen, hat die Nase schön von außen freigemacht, hat die Poren gereinigt. Gutes Produkt. Ich denke, dass ich mir das eventuell mal nachkaufen werde, denn ich fand es noch besser als alle, die ich bislang vorher getestet habe. Also auch von Balea oder Isana, die Poren Strips sind bei weitem nicht so gut wie die hier. Also da merkst du wirklich den qualitativen Unterschied enorm.
Noch eine Maske für unter die Augen habe ich verwendet. Das war eine, die ich, glaube ich, von Action habe. Und ja, das ist halt auch eine schwarze Spitzenmaske gewesen, auch eine Gelmaske, also so eine, ja, Gelmaske, ne? So ein Gelpatch. Fand ich auch ganz in Ordnung. Hat sich schon bewegt, also es ist nicht da geblieben, wo es sollte. Da fand ich die von Chiara Ambra, die ich euch eben gezeigt habe, die weißen deutlich besser. Aber das ist halt von Action gewesen, ne? Das ist deutlich günstiger und hat aber die Augenpartie gut mit Feuchtigkeit versorgt und ja, gemacht, was es sollte, temporär. Auch diese Maske kommt von Action. Ja, halt wieder eine Lippenmaske, aber die fand ich gar nicht gut. Danach haben sich meine Lippen nämlich eher ausgetrocknet angefühlt als mit Feuchtigkeit versorgt. Nee. Nee, Flop. Kommen wir zur nächsten Kategorie. In meiner Ohne dich ist alles doof Tüte versteckt sich dieses Mal Haare. Ja, ich habe einiges für meine Haare aufgebraucht. Zum einen habe ich hier von Schauma die Winterpflege als Spülung verwendet, die ich richtig toll fand. Die habe ich zu Anfang vom Winter verwendet, also quasi Anfang Dezember oder Ende November, Anfang Dezember genau. Fand ich richtig toll, hat meine Haare gut gepflegt und auch gut mit Feuchtigkeit versorgt. Also sie haben jetzt nicht gefrizzt oder sowas. Das hat eine schöne Pflegewirkung gegeben und es riecht sehr schön nach frisch gewaschener Wollwäsche. Aus dem Malea-Adventskalender habe ich ein Shampoo aufgebraucht für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Das hat mir nicht so gut gefallen. Der Duft ist zwar unheimlich toll, der ist süß, der riecht nach Vanille, das riecht wirklich, wirklich schön. Aber dieses Produkt hat meine Haare nicht gepflegt, hat sie nicht mit Feuchtigkeit versorgt, was ich jetzt gehofft hätte, gerade im Winter, weil hier steht ja auch für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Mit meiner Kopfhaut habe ich eigentlich nie Probleme, aber halt mit meinen Haaren. Und das hat hier halt nicht das gemacht, was es sollte. Dementsprechend war das nicht meins. Hat mich übrigens auch ein bisschen erinnert an dieses Shampoo mit. Auch von Balea mit weißer Schokolade. So ein bisschen, ne? Also von dem Haargefühl danach war es schon so. Die Haarmilch aus dem Balea Adventskalender kommt in die Tonne. Also ich habe sie ungefähr eine Woche verwendet und ich finde, dass meine Haare dadurch trocken geworden sind. Die waren nicht gut. Also das Produkt war nicht meins. Ich fand es doof. Ne, kommt in eine Tonne, mag ich nicht. Auch von Balea, Schönheitsgeheimnisse, beruhigende Haarmaske, habe ich hier die Hafermilchmaske verwendet. Die habe ich aus dem Tauschpaket von der lieben Xenia, soweit ich mich erinnern kann. Die war ganz gut, die hat mir gefallen. Die Haare haben sich danach sehr, sehr schön gefühlt. Hat aber nicht lange angehalten, war aber trotzdem ein schönes Gefühl, als ich aus der Dusche kam und mir die Haare direkt danach geföhnt habe. Das war toll. Von Rituals habe ich hier The Ritual of Sakura ein Shampoo leer gemacht. Das war in dem Rituals Adventskalender. Rituals. Sag das mal ganz schnell hintereinander, Leute. Das hat mir vom Geruch her mega gut gefallen, euch. Ich liebe diesen Geruch, Leute. Das riecht so toll. Es riecht nach frisch gewaschener Wäsche mit einem Hauch von Liebe. Also wirklich, so riecht das. Und hat die Haare aber leider nicht so gepflegt, wie ich das gerne gehabt hätte. Das fand ich so, so schade. Ja, also ich hätte mehr Feuchtigkeit gebraucht. Naja, würde ich mir nicht nachkaufen. Leider. So gerne, wie ich es mag. So gerne, wie ich den Geruch mag. Aber hat halt nicht so die Pflegewirkung gegeben, wie ich hätte haben wollen. Ja. Ich weiß, über dieses Produkt, da scheiden sich wirklich die Geister, ne? Es wird ja gesagt, dass die Inhaltsstoffe da nicht so bombastisch drin sein sollen und dass das Produkt auch nicht so geil sein soll und so weiter. Ich fand's gut. Sorry. Also, er hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe es super, super, super gerne verwendet und ja, was soll ich sagen? Es hat halt meine Haare wirklich toll mit Feuchtigkeit versorgt und ja. Hat auch relativ gut gerochen. Ich hätte mir das wahrscheinlich noch ein Stück weit sanfter gewünscht. Das ist ja dieser Mandelölgeruch. Ja, definitiv, ne? Riecht halt, als würdest du dir, keine Ahnung, Marzipan ins Haar schmieren. Fand ich aber trotzdem ganz geil. Also, ich würde es von der Pflegewirkung her empfehlen. Und für die Inhaltsstoffe kann ich nichts. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das haben möchte oder eben nicht. Noch eine Haarmaske habe ich aufgebraucht. Und zwar von Balea Lovely Moments mit Mandelöl.
Ich mag Mandelöl in meinen Haaren, habe ich ja auch bei dem Nature Box eben schon gesagt. Fand ich auch sehr, sehr toll. Also das war auch in dem Balea Adventskalender und es war wirklich gut. Das hat meine Haare auch langfristig gepflegt. Ich verwende ja diese Haarmasken so alle, ja, 3 Tage würde ich mal so sagen. 2 bis 3 Tage. Ja, leider ein bisschen oft, ne? Aber meine Haare brauchen es leider. Ihr habt es schon mal gesehen, meine Haare sind echt lang und da brauche ich leider ziemlich viel Pflege. Naja, auf jeden Fall fand ich die ziemlich gut. Fand ich unter der Dusche nur blöd anzuwenden. Genau wie diese hier, Swiss Opal mit Blütenhonig. Alter, hat die gut gerochen. Aber wer hat schon eine Schere unter der Dusche? Also ich habe das sehr umständlich gemacht. Und so ein Sachet-Tübchen, wie auch immer, reicht bei mir auch wirklich für einmal für die Haarwäsche. Manche können das ja wirklich für 2, 3 Haarwäschen verwenden. Bei mir muss das wirklich komplett verwendet werden, weil ich so lange Haare habe. Ist nun mal so. Ich weiß, ich müsste auch mal wieder zum Friseur, aber es ist wie es ist. Fand ich toll. Oh, ich liebe jetzt auch den Geruch. Das riecht natürlich nach Honig. Es riecht nach, oh, als würde ein Bienenschwarm ein Pöttchen mit Honig mit sich tragen und ihn vor meiner Nase herführen und mir diesen Duft geben. So. Hat auch lange in den Haaren gehalten, also ja, auch bis zum nächsten Morgen. Ich dusche mich, das mich, abends ja immer ganz gerne und das hat echt toll angehalten und die Haare haben sich super, super schön angefühlt. Die waren dadurch weicher, aber nicht frizzig. Ist gar nicht so einfach, dieses Ergebnis zu erzielen. Also ja, das hat mir echt gut gefallen. Und last but not least, im Bereich Haare habe ich hier dieses Produkt aus dem Balea Adventskalender und zwar die Spülung. Die hat mir gut gefallen. Die hat die Haare auch gut gepflegt. Das ist mit Panthenol für wintergestresstes Haar. Hat auch gut gerochen, soweit ich weiß. Ja, das hat auch wieder sehr schön süß gerochen. Auch wieder nach Vanille. Hat mir gut gefallen. Ja, tolles Produkt. Kommen wir zwischendurch mal zu ein bisschen Haushalt. Die Tüte ist halt etwas größer, weil größere Produkte drin sind. Und zwar habe ich hier von 00 den WC-Aktivreiniger, dieses Gel, richtig gut. Ich mag es, wenn es blau ist. Ich mag es, wenn es intensiv funktioniert. Und das tut dieses Produkt. Werde ich mir definitiv nachkaufen. Und ja, gutes Produkt mag ich. Ich bin umgestiegen bei Weichspüler auf die Vanel Supreme Reihe. Dieses liebe ich. Also es ist riesig. Das gab es bei Lidl bei uns und das war im Angebot für einen Apfel und ein Ei. Und das riecht einfach so geil. Es riecht stark parfümiert, ja. Die Wäsche nachher auch. Also ich mag es dann einfach, die feuchte Wäsche zu nehmen, bevor ich sie in den Trockner packe und mir den Haufen zu nehmen und dran zu riechen. Das Ding ist da größtenteils dran schuld. Also ich finde es richtig toll. Das ist jetzt die Geruchsrichtung Richtung Romance gewesen und habe ich heute leer gemacht, weil heute ist Waschtag bei uns und ja, hat mir sehr gut gefallen, hat die Wäsche auch schön gepflegt und ja, werde ich nachkaufen. Noch mehr Waschmittel ist leer gegangen und zwar von Perwoll. Da habe ich mir jetzt auch in letzter Zeit einiges von Perwoll geholt, weil auch das bei Lidl im Angebot war. ja, das ist jetzt einfach Renew Advanced Color and Faser. Fand ich auch super. Das ist halt das normale Flüssig-Waschgel, was ich dann verwendet habe für die Wäsche. Und ja, hat gut die Wäsche gereinigt und kann ich nur empfehlen. Riecht auch richtig toll und ja. Das hält auch alles immer super an. Wir benutzen nur Flüssigwaschmittel, weil ich so oft Probleme hatte mit Pulverwaschmittel, egal von welcher Marke, egal in welcher Preiskategorie. Ich habe immer irgendwelche Waschmittelrückstände und es reicht mir, dass ich überall Hundehaare habe. Dann brauche ich nicht auch noch Waschmittelrückstände wegmachen. Leer gegangen sind auch diese Hygienereinigungstücher von Balea. Die hatte ich immer so in der Handtasche oder zeitweise auch bei uns mal in der Küche liegen oder so, dass man mal eben kurz so ein bisschen Hygiene verspüren kann. Ich weiß gar nicht, warum die dann in der Küche lagen, aber die haben wir dann so für Oberflächen genommen. Ja, ne, finde ich ganz gut, finde ich manchmal angenehmer als diese Handgels, die man so hat als antibakterielles Reinigungsgel. Ja, kann ich empfehlen, werde ich nachkaufen. Unser Weihnachtsklopapier ist leer gegangen, kam super an, auch bei den Gästen, habe ich geliebt, ist teilweise auch immer noch auf unseren Rollen drauf und ich muss immer lächeln, wenn ich dieses Klopapier sehe und das ist ein bisschen creepy, dass man bei Klopapier lächeln muss, oder? Ich tue es und ich finde es super.
Diese Taschentücherbox ist auch leer gegangen. Ja, das war mit Recyclingpapier, glaube ich, von Soft und Sicher. War eigentlich aus Versehen gekauft. Das war, ja, ist aus Versehen irgendwie online in meinen Einkaufskorb gewandert. Ich habe es nicht bewusst reingelegt. Ja, das war ganz gut. Das war eine ziemlich große Packung. Ich war erkältet und deswegen ist sie einfach leer. Ich werde mir aber lieber diese quaderförmigen, also diese kleineren Boxen nachkaufen, weil ich die einfach dekorativer finde als sowas. Sowas steht dann eher bei mir am Bett. Ich mag es aber, wenn da so ein bisschen Deko auch mit bei ist. Also bin ich halt Mädchen, ne? Diese Vitamin D3 Tabletten von TTZept habe ich auch leer gemacht. Die wollte ich euch mal zeigen. Vitamin D ist unheimlich wichtig in der dunklen Jahreszeit. Wenn halt kein Sonnenlicht so wirklich zu uns kommt, dann kann der Körper das nicht ausreichend produzieren. Und deswegen habe ich mir das in Tablettenform geholt und es hat mir sehr gut getan. Ihr fragt mich ja immer, warum ich so gut drauf bin. Sowas ist auf jeden Fall dann auch mit ein Grund davon, weil ich mir dann einfach Vitamin D zuführe oder weil ich einfach versuche, das Leben etwas positiver zu sehen, als es manchmal ist. Ist nicht einfach, aber naja, sowas ist dann auf jeden Fall ein kleiner Helfer in Tablettenform. Ja, das zeige ich euch jetzt auch mal, weil ich euch das auch in meinen DM-Holz immer zeige und da vorne auch die Kerzen stehen. Da, Moment. So. Genau, und zwar sind das die Kerzen von Profissimo. Ich kaufe die zwar immer wieder nach, aber Leute, ich finde sie eigentlich nicht so gut, weil die knistern und trotzdem kaufe ich sie immer wieder nach. Latex-Handschuhe sind leer gegangen. Da hat mich übrigens jemand bei per E-Mail gefragt, ob ich ihm meine gebrauchten Latex-Handschuhe verkaufen möchte. Nein. Ich putze damit unser Klo. Nein. Domol-feuchte Allzwecktücher sind auch leer gegangen. Die fand ich toll. Das war mit Apfelduft. Die kannst du super nehmen, wenn Gäste spontan vorbeikommen und du einfach mal irgendwo schnell drüber wischen willst und so. Und ruckzuck sieht alles super aus und riecht dann auch noch perfekt. Oh, herrlich. Wenn die Schwiegermutti sich mal wieder ankündigt, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, dann benutze ich sowas ganz gerne. Ich benutze sowas aber prinzipiell mittlerweile sehr, sehr gerne. Es ist einfach praktisch. Ja, es produziert ziemlich viel Müll. Aber ja, also das meiste, wenn ich putze, wird ja mit einem Schwämmchen und mit einem Tuch gemacht, was nachher in die Wäsche kommt. Aber die sind halt ein schöner Helfer für zwischendurch. Tempos sind leer gegangen. Von Soft und Sicher von DM. Waren gut, waren mit Motiv, habe ich geliebt, kaufe ich nach. Und meine Slip-Einlagen zähle ich jetzt auch einfach mal zu Haushaltsprodukten, auch wenn das bei Körperpflege hätte sein können. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie Körper. Da habe ich ein Deo leer gemacht von Dove Go Fresh. Das fand ich ja ganz interessant wegen dem Gurkenduft. Hat jetzt aber nicht so lange gehalten, wie ich das gerne gehabt hätte. Hat aber die Achseln auf jeden Fall gepflegt. Es ist ja mit diesem ein Viertel Moisturizing Cream, also dass du quasi so ein bisschen Pflegecreme mit dabei hast. Würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. Darf Deos sind nun mal nicht meine Favoriten. Von TTZept Hallo Streichelhaut, Cremedusche, Kirschblüte und Reismilch ist leer gegangen. Und Alto Belly, ist das eine geile Aromapflegedusche. Ja. Wenn ich die benutzt habe, das ganze Badezimmer hat geduftet. Und es war angenehm. Also es war so ein richtig schöner Winter-Wonne-Moment für mich. Und ja, kann ich auf jeden Fall jedem einfach empfehlen. Tolle Sache, TTZept mag ich auch gerne. Und deswegen tolles Produkt. Von Alverde habe ich hier Hello Winter, so eine Pflegedusche, leer gemacht. Die war in so einem Dreier-Set mit drin. Fand ich jetzt nicht so gut. Sowohl vom Duft, der war sehr säuerlich. Das war überhaupt nicht meins. Banne, das riecht einfach nach Zitrone. Nee, muss nicht sein. Und mein Gefühl danach war halt nicht so, als ob meine Haut jetzt groß mit Feuchtigkeit versorgt wäre, sondern eher das Gegenteil. Das heißt, ich habe mich nach diesem hier immer mehr eingecremt, als ich das nach dem von TTZept gemacht habe. Keine Ahnung. War nicht meins, finde ich nicht gut. Eine Bodylotion habe ich leer gemacht mit Schneerosenduft und Leute, das riecht herrlich. Das war aus dem Balea Adventskalender und ich habe es sehr, sehr, sehr gerne benutzt. Es riecht sehr angenehm. Und Schneerose, wie muss man sich Schneerose vorstellen? Angenehm. Es riecht blumig, es riecht sanft, es riecht wie ein Parfüm, was eine Lehrerin von mir damals verwendet hat und es riecht richtig toll. Ja. Habe ich gerne genommen, hätte ich gerne in groß, werde ich mir vielleicht irgendwie auch in groß kaufen.
Einen Cognac-Schwamm, den ich in meinem Glossybox-Adventskalender hatte, habe ich diesen Monat benutzt und finde ihn furchtbar. Also den mochte ich gar nicht. Das ist ja einer von denen, die so bretthart sind und dann halt in Verbindung mit Wasser sich halt, ne? Wenn die halt größer und dann nimmst du das fürs Gesicht. Ich benutze ja aktuell den von Cousy. Den habe ich euch ja auch gezeigt. Den finde ich so viel besser und den finde ich furchtbar. Der war echt doof. Also ich hatte das Empfinden, wenn ich den benutzt habe, dass meine Haut sich eigentlich unrein angefühlt hat und dass ich mir irgendwie so ein schleimiges irgendwas übers Gesicht gerieben habe. Nee, war nicht meins. Der wird jetzt leider aussortiert, beziehungsweise musst du ja sowieso nach einem Monat machen. Und ich glaube, dass der sogar relativ teuer war. Und der von Cousy war im Rahmen von, ich glaube, 10 Euro. Aber dann hast du ja noch diese Maske mit dabei bekommen. Also von daher, ne? 5 Euro, lass es 5 Euro sein, das von Cousy, keine Ahnung. Aber der hier war viel teurer, jedenfalls laut Angabe in dem Glossybox Adventskalender und der kommt auf jeden Fall sehr gerne jetzt weg. Diese Creme von Rituals ist eigentlich eine Handnachtcreme. Ritual of Dao. Habe ich für die Füße verwendet, weil ich den Duft nicht so gerne mochte. Ich fand das sehr erdig, also sehr natürlich und auch sehr, sehr, sehr reichhaltig. Ich habe das für die Hände mal genommen, die batschen dann so, also sind sehr, sehr klebrig und nee. Habe ich für die Füße genommen, habe mir dann Socken drüber gezogen, war wie eine Fußmaske, war super. Also für die Füße war das 1A. Hier habe ich eine Marrakesch Whip Körperbutter, die habe ich von der lieben Nasti bekommen in dem Adventskalender, den sie mir gemacht hat. Die Creme ist sehr, sehr reichhaltig und sehr schön für den Körper, aber der Duft ist nicht so ganz meins. Ja, das ist halt sehr orientalisch und das ist nicht so ganz meine Geruchsrichtung, sage ich mal. Ich bin ja eher süßlicher unterwegs. Das hier ist dann eher etwas intensiver, herber. Nicht ganz meins, aber es war halt in der Anwendung ganz angenehm. Ist jo, gut eingezogen, trotzdem, dass es reichhaltig war und hat die Haut sehr, sehr schön gepflegt. Noch was aus dem, also ich habe jetzt, ich sage es gar nicht mehr, also so gut wie alles, was in dieser Größe ist, kommt aus dem Balea-Adventskalender, Leute. Ja, eine Cremedusche mit Weihnachtszauberduft ist auch leer gegangen. Die war ganz in Ordnung. Hat aber gerochen, als hättest du dein ganzes Süßigkeiten-Lager mit unter die Dusche genommen. Also das hat wirklich original gerochen, als wenn du diese, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Diese Lebkuchen, da gibt es Herzen und Sterne und so weiter und die sind dann mit Schokolade überzogen, ne? Als hättest du das mit unter die Dusche genommen und dich damit dann unter der Dusche eingerieben. Wenn du den Geruch magst, ist das super. Wenn du den Geruch nicht magst, ist es nicht so geil. Ich fand es sehr befremdlich, aber sehr cool, weil ich das halt wirklich um Weihnachten herum, also kurz vor Weihnachten und dann halt bis Weihnachten benutzt habe. Ja, das war dann ganz witzig unter der Dusche. Aber ich glaube, man kann es sonst in keiner anderen Zeit des Jahres verwenden. Dieses Duschpeeling mit Mandelblütenduft habe ich auch verwendet. Ja, fand ich ganz in Ordnung, hat mich aber nicht umgehauen. Ich bin dann eher Fan von Dove zum Beispiel. Ja, hat gerochen wie Seife. Mandelblütenduft, naja, nee. Aber war in Ordnung, hat die Haut jetzt schon so ein bisschen gepeelt, aber nicht gepflegt. Also es war halt nur ein Peeling und kein Creme-Peeling oder so, wie man das halt so nennen mag. Oder Cremeöl-Peeling, was die Haut jetzt zusätzlich noch pflegen würde, ne? Also ja, war nicht so ganz meins. Eine Bodylotion mit Vanilleduft habe ich auch leer gemacht. Die fand ich ganz gut. Ich mag ja den Duft von Vanille sehr gerne. Ist aber auch sehr, sehr schnell eingezogen. Also das war eher eine Bodymilch als eine Bodycream. Steht ja auch Bodylotion drauf, ne? Dann ist es auch eher eine Milch. Ja. Ein Hand- und Nagelbalsam von Balea ist leer gegangen. Den habe ich auch verwendet. Starke Nägel und geschmeidige Hände. Joa. Der Geruch ist eher so gar nicht da, also es riecht nach nichts quasi, nur halt ein bisschen nach Creme. Fand ich jetzt auch nicht ultra reichhaltig, überhaupt nicht, also das hat jetzt auch nicht wirklich gepflegt, also das kann man sich schenken. Eine Fußmaske von Balea habe ich gerne verwendet, die hat aber auch nur für, ich glaube, 3 oder 4 Tage gereicht, die habe ich dann wirklich jeden Tag verwendet. Hat die Füße aber enorm toll gepflegt und schöne Füße gemacht, also das war ein gutes Produkt. Auch wieder von dieser interessanten Marke, das hatte ich in einer Box drin, Nature Box, das war eine Körperbutter. Ja, die habe ich verwendet, das war mit Avocadoöl und das hat die Haut wirklich, wirklich toll gepflegt, also reichhaltige Pflege gegeben so. Und ja, ne?
gut Feuchtigkeit gegeben und ich muss wirklich sagen, dieses Jahr habe ich irgendwie alles richtig gemacht, denn meine Schienbeine sind nicht trocken geworden und ich habe keine wunden Stellen. Sonst entwickelt sich da immer so ein bisschen echt, ne, Ausschlag quasi. Also, dass es quasi so trocken ist bei mir, dass ich da richtig juckende Schienbeine habe und dass ich da echt Probleme habe und mich dann nachts kratze, sodass es wirklich blutig ist. Also ganz furchtbar. Fast schon Neurodermitis-Zustände sind das bei mir, weil ich es auch damals hatte und ne, bricht dann ja manchmal immer mal wieder aus. Aber seitdem ich wirklich darauf achte, dass ich auch reichhaltige Cremes vor allem dort benutze, keine Last mit gehabt. Und Klopf auf Holz, dieses Jahr keine Last mit gehabt. Und diese Körperbutter ist mitunter ein Helfer gewesen, die mich davor bewahrt haben. So, und das letzte Produkt aus dem Bereich Körper ist von Alcmene eine Fußcreme mit Teebaumöl. Hatte ich entweder in einer Box oder ich habe es mir gekauft, weil es irgendwas mit dabei gab. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich mag Teebaumöl nicht. Ich mochte den Geruch nicht. Die Creme hat gepflegt, ja. Also wirklich toll die Füße gepflegt. Aber ich mochte den Geruch überhaupt nicht. Kommen wir zur letzten Tasche. Und da ist ein Stern drauf. Die ist aber bei weitem nicht so gefüllt, ne? So, das ist jetzt so der Bereich dekorative Kosmetik und Co., würde ich sagen. Also dekorative Kosmetik und Helfer. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Make-up-Schwämmchen aussortiert. Das ist von Make-up Revolution. Dieses Schwämmchen habe ich aussortiert, weil es einfach furchtbar, furchtbar hart ist. Also ganz ehrlich, es ist wirklich hart. Es ist von Make-up Revolution. Ich habe hier auch mal die Verpackung aufbewahrt. Da stand extra auch drauf, ein harter Schwamm und ein softer Schwamm. Den soften Schwamm habe ich noch nicht verwendet, aber den harten Schwamm kann ich nicht verwenden. Also das ist unfassbar, wie hart dieses Ei ist. Leute, nein, also das geht gar nicht. Damit kann ich mein Make-up nicht schön einarbeiten, also meine Foundation. Nein, also viel zu hart, kommt weg. Ein Pinselreiniger von Essence ist leer gegangen. I love my brushes, ein Brush Cleansing Gel. Ja, ne, also war in Ordnung, aber brauche ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt unbedingt ein für Pinselreinigung geeignetes Produkt haben, ne, dann ist es halt günstig, ist in Ordnung. Ich werde es aber demnächst wahrscheinlich mit Babyshampoo oder so machen, ja, weil muss jetzt nicht unbedingt ein extra Pinselreiniger sein. Dann habe ich einen Nagellackentferner leer gemacht mit Candy Duft von Evelyn. Das ist halt nur für meine Füße gewesen und deswegen brauche ich ja auch nur so kleine Pöttchen. Ja, Candy Duft nein, Nagellackentferner ja, hat gut funktioniert. Und ich habe jetzt noch so ein kleines Pöttchen, was ich aktuell aufbrauche. Und das wird auch wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr dauern, bis ich das aufgebraucht habe. Also von daher muss ich mir jetzt aktuell nichts Neues nachkaufen. So, zwei Lippenpflegestifte sind leer gegangen. Das ist einmal von Dresdner Essenz einer. Den hatte ich von der lieben Cindy von der Rosa 87 Lee im Tauschpaket. Den fand ich nicht so gut, muss ich gestehen. Der hat die Lippen leider nicht so gepflegt, wie ich mir das erhofft hatte, weil ich dachte, hey, von Dresdner Essenz, das muss ja irgendwie schon so ein bisschen besser sein. Ist auch mit Sonnenschutzfaktor 20. Aber da fand ich den Klassiker, den ich immer wieder verwende von BB, definitiv besser. Und ja. Also den würde ich mir nachkaufen, den nicht. Dann habe ich aufgebraucht, das war in einer Box auch drin, Perfect Pout Volume and Shape von CB & Co. oder C & Co. B. Keine Ahnung, wie die Marke genau heißt. Also das ist so ein aufplusterndes Lippenmoppet. Also das riecht furchtbar und hat auch nicht wirklich einen Effekt gebracht. Von daher kann ich das nicht empfehlen. Ein Wimpernserum, was ich euch aber empfehlen kann, ist das hier von Maybelline. Das trägt man sich auf wie eine Mascara. Ne? Also das trägst du so auf die Wimpern auf. Und ich habe ja auch noch das von Isana, was ich mir auftrage wie ein Eyeliner. Und das habe ich zusammen benutzt. Und als ich die beiden zusammen benutzt habe, hat es auf einmal Puff gemacht. Ja, genau so. Und da ist es halt dann wirklich abgegangen mit den Wimpern. Ist erschwinglich, kostet irgendwie um die 10 Euro, glaube ich, oder so. Ja. Kann ich empfehlen, ist aber wirklich schnell leer gegangen. Das hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, muss ich gestehen. Denn das von Isana ist halt immer noch in Verwendung und das habe ich schon eine ganze Weile. So, die letzten zwei Produkte sind zwei Eyeliner.
Der Eyeliner von Catrice, der Liquid Liner, ist komplett leer gegangen. Also das ist halt einer, den du halt hier mit so einem Bürstchen hast und dann trägst du dir das so auf. So auf. Und halt keinen Filz-Eyeliner. War ein Versuch wert, werde ich mir aber definitiv nicht nachkaufen. Der ist relativ schnell jetzt auch eingetrocknet, finde ich. Waterproof, ja, er ist wasserfest, er hat auch wirklich den ganzen Tag gehalten, war aber für mich nicht so toll in der Anwendung wie jetzt diese Filzliner, die ich normalerweise verwende. Also das war jetzt einfach nur ein kleiner Versuch und der war von Catrice. Zudem Liquid Liner von BH Cosmetics, den habe ich ja erst in meinem Black Friday Haul gekauft. Ne? Ich habe mir zwei gekauft und einen habe ich ja gratis bekommen. Also einen habe ich bei BH Cosmetics gratis bekommen und zwei habe ich mir bei Beauty Bay gekauft. So. Und dieser hier kam leider ausgetrocknet an. Also man sieht zwar ein bisschen was, aber das kann ich doch nicht als Eyeliner verwenden. Das ist schön. Ganz toll. Weil günstig sind die leider nicht. Also der hat von Anfang an einfach mal nicht gemalt. Schön. So ihr Lieben, das war jetzt mein Aufgebraucht-Video für Dezember 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ich das so ein bisschen jetzt mal nach Kategorien aufgeteilt habe und nicht einfach blind in die Tüte greife und euch dann zeige, was gerade so vor meiner Nase rumschwebt. Dann würde ich einfach mal sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier mal meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!